Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Und zwar möchte ich heute wieder 5 Paragon-Kisten aufmachen. Und diesmal sind, ja, neue Kisten dabei von den Rossbolzen-Widerstand, beziehungsweise einmal von den Anquanern. Und mal gucken, ob ich ein bisschen Glück habe, ob ich mal so, ja, eine Legendary-Essenz rausbekomme. Einen Mount gibt es ja jetzt unter anderem auch in den neuen Kisten und solche Geschichten. Und ja, ich würde sagen, wir schauen da mal rein. Ich habe insgesamt 4 Kisten mit meinem Ali-Char und dann nochmal eine Kiste mit dem Horden-Char. Und ja, ich hoffe, ihr drückt mir alle kräftig die Daumen, denn ich kann ein bisschen Loot gebrauchen. Und dazu würde ich sagen, fangen wir an hier mit der ersten Kiste. Oh, was haben wir dann drin? Ein Abgrundaal. Das ist ein Pet, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber das Gold und das Ding nehme ich mal. Den können wir mal hier lernen, vielleicht kann ich den irgendwie in meiner Sammlung noch unterbringen. Die nächste Kiste kann nichts enthalten, ja, außer Gold und Kriegsressourcen. Jetzt wird es aber interessant, jetzt haben wir eine Anquana-Kiste. Wie gesagt, da könnte ein Mount drin sein und... Oh! Und es kann ein Toy drin sein. Und dieses Toy ermöglicht mir, dass ich das Taschen-Achievement fertig habe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und zwar, was war für ein Toy drin? Es war hier der zappelnde Fisch drin. Das war das letzte Item, was ich für das Taschen-Achievement gebraucht habe. Und dafür muss man doch einiges farmen. Was macht es? Es legt einfach einen Fisch auf den Boden und man kann ihn wegtreten. Ist jetzt nicht sonderlich special, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber auch das ist eine sehr, sehr schicke Sache, denn ihr seht, das sind alle Toys, die mir noch fehlen. Hier ist der zappelnde Fisch, den lernen wir jetzt einfach mal. Und dadurch sind es wirklich nur noch 6 Toys, die ich jetzt brauche. Das hier ist auch noch aus derselben Kiste, aus der Talanji-Kiste, da werden wir auch noch mal eine aufmachen. Das ist, glaube ich, Herz auf Stufe 70. Die sind beide vom Braufest und das ist diese super Saiyajin-Fähre aus Nordend. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, dann sind es bloß noch 2 Toys aus Paragon-Kisten und ja, das Mount bzw. ein paar Essenzen. Aber die Essenz kriege ich dann natürlich selbstverständlich hier raus. Nein, leider nicht. Okay, ich habe mein Glück, glaube ich, schon ausgereizt. Da hätte, wie gesagt, eine Essenz drin sein können. Ich habe ja mittlerweile hier... die Halsessenz aus Mechagon auf Stufe 3 und dann hätte hier die 4er Essenz drin sein können. Schade, schade, sollte nicht sein, aber ich habe ja jetzt noch eine weitere Kiste und zwar eine Talanji-Kiste und wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, dann kriege ich da noch ein Toy raus. Okay. Das war anscheinend jetzt mit dem Char der 10. Versuch auf das Toy. Ich kann mich nicht beschweren, ein Toy habe ich rausgekriegt. Gut, das Pet ist ein bisschen unnütze, aber das Toy, war alle Mühen wert an sich, diese Sachen zu farmen. Und dadurch habe ich zumindest jetzt ein Toy mehr und 10 Achievement-Punkte. Das ist doch auch eine schicke Sache. Ja, das war es soweit mit dem kleinen Paragon-Opening-Event. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Schreibt mir mal gerne rein, wie es bei euch aussieht. Hat einer von euch vielleicht schon das Mount aus der Anquana bzw. entfesselten Kiste? Das würde mich interessieren. Beziehungsweise hat einer von euch schon den Rang 4 vom, also so ein Rang 4 Artefakt-Ding vom Hals aus einer Kiste rausgekriegt? Das würde mich auch interessieren, wie da die Drop-Chancen sind, ob da schon jemand Glück hatte. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.